Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Inside Wall Street aus dem Studio der New York Stock Exchange. Und heute das Thema, du machst, was ich will, wie sie bekommen, was sie wollen. Und bei mir ist der Autor zu dem Buch, es ist Volker Kitz. Herzlich willkommen hier in New York. Hallo. Ich habe den Titel schon gerade genannt. Das Buch ist gerade erst im März erschienen im Ariston Verlag. Herr Kitz, Ihre Hauptaussage ist, dass man eigentlich mit Sachargumenten gar nicht so weit kommt. Ja, da muss man sich ja nun mal umschauen. Wie oft passiert es, dass zum Beispiel in der politischen Diskussion im Bundestag oder in der Talkshow am Ende jemand sagt, ach ja, die Argumente haben mich überzeugt, jetzt habe ich meine Meinung geändert. Das passiert praktisch nie und in anderen Lebensbereichen auch nicht. Es gibt manche Ehepaare, die streiten sich 50 Jahre lang über die identische Sache mit den identischen Argumenten und keiner bewegt sich auch nur einen Zentimeter. Sie sagen auch, das Aussehen ist besonders wichtig. Sind wir heute jetzt richtig gekleidet oder worauf sollte man achten? Ja, also wenn Argumente nicht zählen, muss man sich fragen, worauf kommt es dann an? Und die Grundregel ist, wer sie mag, der hilft ihnen. Und dann muss man schauen, welche Menschen mögen wir denn? Und da gibt es interessante Studien, die zeigen, wir mögen Menschen, die ähnliche Gesichtszüge haben wie wir. Und das ist ganz faszinierend. Das kann jeder mit einem einfachen Fotoprogramm selber mal machen. Wenn er nur dieses Oval hier austauscht mit einer anderen Person, die Frisur lassen, die Haare lenken oft ab. Das kann man also auch zwischen Männern und Frauen machen. Das ist faszinierend, wie ähnlich wir manchen Menschen sehen und anderen eben nicht. Und wenn wir die Wahl haben zwischen verschiedenen Ansprechpartnern, ist es besser, den zu wählen, der ähnliche Gesichtszüge hat. Der wird uns eher einen Wunsch erfüllen. Sind deswegen die Hunde auch so ähnlich den Herrchen? So ist es in der Tat. Das beobachtet man ja bei Liebespaaren oft. Da denkt man, die sehen genau gleich aus. Ja, weil wir unser eigenes Gesicht so oft sehen, hat sich unser Gehirn so dran gewöhnt und wir finden wirklich Menschen attraktiv, die ähnlich aussehen wie wir. Das klingt sehr selbstverliebt. Wir sind selbstverliebt, alle. Sie sagen auch, dass Facebook ein Ort ist, den man wirklich nutzen kann, um etwas fürs Leben zu lernen. Inwiefern? Wie bekomme ich bei Facebook viele Gefällt-mir-Klicks? Indem ich viele austeile. Das ist das, in der Psychologie nennen wir das, das Prinzip der reziproken Zuneigung. Wir sind nicht nur selbstverliebt, sondern wir wollen auch viel Liebe von anderen Menschen. Und wenn wir hören, dass uns jemand anders mag, dann mögen wir den sofort zurück. Und das hat Facebook natürlich schön, das ist die Standardeinstellung, gefällt mir. Die Standardeinstellung ist, jemand anderem was Nettes zu sagen. Wenn wir das ein bisschen ins Offline-Leben retten können, wo die Standardeinstellung ja oft ist, jemanden zu kritisieren und was nicht so Nettes zu sagen, dann kommen wir besser miteinander zurecht und wir bekommen öfter mal, was wir wollen. Sie meinen, es gibt eine Methode, jeden dazu zu bewegen, die Meinung zu ändern. Das heißt in Ihrem Buch Paradoxe Intervention. Was ist das? Die paradoxe Intervention heißt, ich mache im Prinzip das Gegenteil von dem, was der andere von mir erwartet. Das hat Obama ja zum Beispiel gemacht, als er seine Tochter davon abhalten wollte, sich tätowieren zu lassen. Da hat er nicht gesagt, bitte mach's nicht, sondern er hat gesagt, wenn du das machst, dann lasse ich mir auch ein Tattoo machen und zwar genau an derselben Stelle und dann kommt das Foto ins Internet. Und das wirkt viel mehr und da gibt es zwei Möglichkeiten, anstatt jemanden zu kritisieren, Kritik wirkt ja fast nie, kann ich an dieser Person die Eigenschaft loben, die sie erst noch entwickeln soll. Dann wird die Person so geschmeichelt sein und sich ganz besonders darauf konzentrieren, diesem Lob gerecht zu werden. Oder die zweite Möglichkeit ist, dass die sogenannte Reaktanz, wir wollen ja immer das Gegenteil von dem, was andere von uns wollen, weil wir unsere Freiheit behalten wollen. Ich signalisiere dem anderen, ach, so wichtig ist mir das doch nicht. Das ist das, was Obama gemacht hat. Das kann ich zum Beispiel auch, wenn ich Vorgesetzter bin und ein Mitarbeiter, der sollte mehr Engagement zeigen. Anstatt ihn ständig zu ermahnen und zu bitten, kann ich ihm einfach signalisieren, ach, vielleicht ist das Projekt bei Ihnen gar nicht so gut aufgehoben. Vielleicht ist es besser bei der neuen Kollegin. Dann sollen Sie mal sehen, wie der in sein Büro rennt und sich an die Arbeit macht. Sie sagen auch, dass man die Wahrheit in den Köpfen der Menschen ändern kann. Wie drehe ich da die Schrauben? Das kann man tatsächlich, weil unser Gehirn alles mag, was es kennt, mögen wir zum einen Menschen lieber, je öfter wir sie nur sehen. Und das gilt auch für Aussagen. Je öfter wir eine Aussage nur hören, desto wahrscheinlicher halten wir sie tatsächlich für wahr. Also wenn Leute sich sagen, bloß weil sie das ständig wiederholen, wird die Aussage nicht wahrer. Das stimmt nicht. Zumindest in den Köpfen neigen wir dazu, sie dann für wahr zu halten. Es kann sich also lohnen, einfach steter Tropfen hüllt den Stein, eine Aussage so lange zu wiederholen, bis sie tatsächlich die Wahrheit in den Köpfen wird. Heißt das, wenn ich meinem Chef sage, ich hätte gerne eine Gehaltserhöhung und sage das ihm jeden Tag, dann bekomme ich sie irgendwann?
Ja, also das ist ja eine Bitte, aber wenn ich zum Beispiel sage, ich bin sehr fleißig oder effizient oder was auch immer, ich möchte, dass sich festsetzt, wenn ich das immer wiederhole, wird sich das irgendwann in den Köpfen der Menschen festsetzen. Sie sprechen auch von Einstellungsimpfung. Was ist das? Die Einstellungsimpfung funktioniert wie die Impfung in der Medizin. Das heißt, ich setze mich einer kleinen Dosis einer gefährlichen Substanz aus, also sei das jetzt ein Krankheitserreger oder eben eine andere Meinung, die mich beeinflussen will. Und diese kleine Dosis, die macht mich im Prinzip immun dagegen, wenn mal dann ein größerer Angriff kommt. Also wenn ich jeden Tag eine Zeitung lese, zum Beispiel, die meiner eigenen Einstellung widerspricht, dann mag das auf den ersten Blick ganz weltoffen erscheinen. In Wahrheit aber werde ich damit immun gegen die Gegenargumente und es verfestigt meine Meinung eher. Und deswegen, das ist auch ein weiterer Grund, warum Diskussionen einem selten weiterbringen. In Wahrheit ist es so, dass die eigene Meinung bei jedem nur noch verfestigen. Noch eine kurze Frage. Hier in den USA geht man oft zu Business Dinner, also Abendessen. Sie sagen auch, dass das Essen die Stimmung beeinflusst. Welche Gerichte sind denn jetzt gut, wenn ich was möchte? Im Prinzip alle Gerichte. Es geht darum, dass wir es überhaupt verwenden. Essen ist ein Grundbedürfnis, das wir viel zu selten nutzen. Wenn Sie von jemandem was wollen und Sie bitten ihn beim Essen oder Sie geben Essen, während er ihnen helfen soll, oder sie ziehen in der entscheidenden Situation irgendeinen Schokoriegel aus der Tasche, dann können sie damit schon in beängstigender Weise die Stimmung rumreißen. Also Schokoriegel würde bei mir auch Erfolg haben. Liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Volker Kitz, vielen Dank, dass Sie da waren. Ich werde mir das Buch mal durchlesen. Und wir sehen uns in der kommenden Woche wieder hier bei Inside Wall Street. Bis dahin alles Gute. Mehr Informationen auf www.daf.fm.